Hallo und herzlich willkommen zurück beim schlechtesten Super Meat Boy Let's Play aller Zeiten. Ich bin Kedos und total motiviert. Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Super Meat Boy, das schlechteste Super Meat Boy Let's Play aller Zeiten. Ich habe ewig lang nicht mehr aufgenommen, weiß nicht mehr, warum ich dieses Let's Play überhaupt mal angefangen habe, warum ich das machen wollte, warum ich mich so quäle, aber wir machen einfach weiter. Ich werfe alle Pläne über den Haufen und werde das jetzt durchspielen. Innerhalb von einer Folge, innerhalb von 20 Minuten. Ist mir vollkommen egal, dass das unreal... Was ist denn da? Schau mal, da im Hintergrund ist ein... Da ist so ein Meat Boy, warum auch immer. Und oh süß, Würmchen, die bringen uns bestimmt nicht um, oder? Ja. Und irgendwelche anderen Viecher haben wir auch noch, vielleicht kann ich hier auch noch so runterspringen. Könnte ich rein theoretisch, ne? Ey, was ist denn das? Jetzt haben wir auch noch... Oh, schon wieder keine Lust drauf. Jetzt haben wir da auch noch irgendwelche rumfliegenden, was weiß ich was. Was auch immer das sein mag da drüben. Es sieht aus wie ein Fleischklops, ja? Der irgendwelche Schlaftabletten genommen hat und jetzt völlig bekifft durch die Gegend fliegt. Und dann, wow. Uncool. Charakter wechseln. Jill, bitteschön. Domina, die ihren Auftritt. Die ist ja so gut, ne? Rein theoretisch könnte man mit der, glaube ich, auch gleich rüberfliegen. Aber auf alle Fälle ist sie besser als all den Schwachsinn, den wir davor hatten. Solange wir jetzt nicht von dem... Ach, der stirbt doch nicht im Salz. Nö, warum denn auch? Und das, aber wir sterben, ne? Weil es geht ja nicht anders. Könnte ich da rein theoretisch rüberkommen? Das wäre voll lustig, ne? Aber nee. Ich glaube nicht, dass es geht. Wäre ja auch zu einfach. Ey, wieso? Ey. Das ist so unfeierlich, ganz ehrlich. Überall diese Würmer, was weiß ich was. Und irgend so ein riesiger, fetter Schleimbollen, der da durch die Gegend fliegt. Ey, das... So ein uncooles Spiel. Ich bin mir sicher, ihr habt das Let's Play vermisst, oder? Also aktuell lade ich das gar nicht hoch, aber das sind Folgen, die ich jetzt nicht aufnehme. Also ihr hört das jetzt wahrscheinlich, wenn wieder aktiv hochgeladen wird, aber ich habe es auf alle Fälle total vermisst. Das ist ja wirklich hier... Das ist so, als hätte ich einen wichtigen Menschen in meinem Leben für eine längere Zeit nicht mehr da gehabt, ja? Also jeder, der mich auch kennt, hätte jetzt im realen Leben gesagt, Dominik, du warst komplett anders die letzten paar Tage, als du Super Meat Boy nicht gespielt hast. So freundlich und ungereizt. Ach, ich hasse das. Dieses dumme Spiel. Ich bin ja echt motiviert, das hier irgendwie gut über die Bühne zu kriegen, ja? Aber es ist halt wirklich... Natürlich, wisst ihr, er kommt von unten, ja? Aus dem Bildschirmrand raus, weil wir auch aus dem Bildschirmrand seit neuestem raus können. Ist kein Ding. Das Vieh war gerade eben bei mir auf dem Schreibtisch, ganz klar. Ah, fick. Aber ich glaube, das geht echt nur mit Jill halbwegs gut. Ja, jetzt schau mal hier. Das Ding... Boah. Ja, ist klar, ne? Und ich kann natürlich auch in Wände reingehen und also in Schwachsinn. Logisch. Ist ja auch ein Geist, das Vieh. Mein Gott. Also das kann dauern, Leute. Das Level hier kann dauern. Und alle darauf folgenden auch. Und überhaupt kann das ganze Let's Play hier dauern. Und jeglicher Typ, der hier irgendwie... denkt, er müsste in die Kommentare... Boah, dass ich schlecht bin, das weiß ich, okay? Ich stelle mir nicht vor, dass ich hier gut spiele, ganz sicher nicht. Ich kann natürlich hier auch irgendwie toll außen rumgehen. Was auch immer mir das bringt. Ich glaube, Jill ist sogar ein bisschen zu langsam für diesen fetten Herrn. Also jetzt nichts gegen Jill, ja. Ich mag die gute Frau, ja, aber... So. Langsam und organisiert wird jetzt vorgegangen. Ich will nicht nochmal sterben. Ja, komm her, komm her. Ja, natürlich, ey. Dings ist der Soundtrack, wie gesagt, von der Welt echt ansprechend. Ey, und wisst ihr, uns steht noch mal eine ganze Welt bevor, ja? Das ist ja jetzt nicht mal hier so die Apokalypse, das Level, sondern... Wow, bleib da hinten, bleib, wo du bist. Bleib, wo du bist. So, jetzt muss ich rein, Theo. Ja, und natürlich, und dann sterbe ich so dumm. Mein Gott. So ein schönes Spiel, also ein wirklich ganz schönes, tolles Spiel. Ja, prima. So. Uah. Bleib, wo du bist, Mann. Bleib einfach, wo auch immer man dich rausgeboren hat, ja? 10 Stunden später. Man könnte hier wirklich so... Keine Ahnung, ich könnte das ganze Let's Play eigentlich im Schnelllauf, ja? Durchlaufen lassen. Wäre absolut kein Problem. Notiz, im nächsten Leben kein Super Meat Boy Let's Play machen.
total un... Ja, und er kreist uns auch noch ein, ja. Ist, ey. Kumpel. Geh mir nicht so unglaublich auf den Sack. So, und einmal da. Ich glaube, man merkt wirklich, wie... von der letzten Folge an. Ich weiß gar nicht, ob es mir da genauso ging, aber auf alle Fälle könnte man schon gut merken, dass der Aggressionspegel ja, halt so ein bisschen, nur so ein bisschen gestiegen ist. Wow. Ey. Ah! Herrgott, da habe ich schon beinahe geschafft und das macht das Vieh. Es kommt einfach nochmal, ja. Ist schon okay, passt. Also ich glaube, langsam kommen diese Schätzungen, ja, mit 3 Milliarden Parts oder was auch immer da schon für Schätzungen im Internet kursierten, die gehen langsam in die richtige Richtung. So ungern ich das bestätige. Ich habe anfangs nur gesagt, nee, nee, nee. Das ist mit Übung, ist das machbar, kein Ding. Ist ja gleiches Problem wie vorher, mit dem Vieh kann ich mich nicht konzentrieren. Funktioniert einfach nicht. Was macht der da überhaupt? Was, wo kommt der überhaupt her? Was hat der gegen uns vor allem? Ich meine, die können doch nicht alle diesem riesengroßen Fötus danach rennen, wie so Fanboys. Ich meine, so toll ist der nun auch nicht. Ich kann auch mich schrumpfen lassen und dann in so ein riesengroßes Ding da reinknallen. Aber dann bin ich wahrscheinlich noch uncooler als vorher. Ey. Das ist doch so nicht zu fassen. Also, da wir schon 10 Minuten damit verschwenden, noch 3 Versuche, wenn es innerhalb dieser 3 Versuche nicht klappt, Schnitt und dann seht ihr es wieder. Zu viel langweilen will ich euch ja auch nicht und vor allem werde ich... von Mal zu Mal ein bisschen gereizt an dieser Stelle, ja, das ist ein wirklich, wirklich sehr schönes, schönes Spiel mit tollen Elementen und das motiviert den Spieler auch wirklich weiterzumachen. Warum spiele ich eigentlich nur so Spiele, ja? Erst mache ich Limbo fertig und ich habe eigentlich wirklich, ich bin ja kein guter Videospieler, ja? Das habe ich noch nie in meinem Leben behauptet. Nicht mal annähernd bin ich in irgendwas gut. Also vielleicht halbwegs passabel in irgendwelchen Rollenspielen oder Strategiespielen, ja? Aber alles, was in Jump'n'Run geht oder sowas, oder Quicktime-Events, Quicktime-Events ist das Einzige, wo ich gut drin bin. Man sieht die Fahrenheit. Alles andere, ja, kannst du mich getrost wirklich in die Tonne schicken. Kein Problem. So, und jetzt hätte ich mich eigentlich beeilen müssen, damit der Typ wieder einfassen mache ich denn... Okay, Leute, man sieht sich, wenn ich es geschafft habe. Bis gleich. So, Leute, und ich habe sogar auf Band. Hier, ich bewege mich nach links, nach rechts, nach links, nach rechts. Und... Baboom! Zwar nicht Abschluss, aber wir haben sie wenigstens gerettet, Herr zum Henker. Wenigstens haben wir sie gerettet. Und da sieht man mal wieder diese ganzen wunderschönen Fails, wo mein Rechner jedes Mal beinahe stirbt. Eine Armada von Dominas. Die alle von einem riesengroßen, fetten Klops gegessen werden. Nicht mehr feierlich, das Ganze. Wo sterben die denn alle? Ich hab's sogar ziemlich oft nach hinten geschafft eigentlich, ne? Ja, sieht jetzt ganz schön komisch aus, das Replay. Deswegen lassen wir es auch einfach mal weg und, ja, natürlich! Riesengroße Würmer-Armada. Warum denn auch nicht? Das ist ja auch super, super spaßig. Das ist nie und immer mit jemand anderem als Meatball machbar. Wie soll das bitte funktionieren? Sind alle viel zu langsam? Ach ja, das ist doch so ein schönes, lustiges... Wie soll denn das gehen? Hallo? Irgendwas mag mich da wirklich absolut gar nicht in dem Spiel. Vor allem, dass ich immer an der gleichen Stelle gerade sterbe, ist ein bisschen lächerlich, aber... Wahrscheinlich muss ich das ein bisschen das Tempo drosseln. So, und dann... Ey. Ey, das ist ja... Alter, schau dich das mal an. Wie asozial das Level ist. Hier, man muss hier runterspringen, dann ist da unten nochmal so ein Wurm, wo man nicht richtig landen kann. So ein Kakerlakenvieh. Ey. Alter, Alter, Alter. Ganz ehrlich... Ich hätte das nicht let's playen sollen. Dafür werde ich ja Ewigkeiten brauchen. Ja, natürlich. Pff. Was ist denn das hier überhaupt? Irgendeine Wurmfabrik von irgendwelchen Salzwürmern, die... Ich will es mir gar nicht vorstellen. Das erfordert ja so viel Übung. Alter, das erfordert ja so viel Übung. Also, Leute, da ist doch bestimmt selbst ein Emero mehrmals abgekackt, oder? Obwohl, Emero hat ja das Talent, solche schnellen Sachen ziemlich gut hinzubekommen. Glaube ich jedenfalls ja nochmal. Ich schaue ja seine Let's Plays nicht, außer beim Super Meatball Let's Play, einfach weil ich einen Leidensgenossen haben will. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist doch grausam. Das ist, schon beinahe ein Verbrechen. Das Spiel ist beinahe an dem Punkt ein Verbrechen. Auch wenn es fies klingt. Also, Verbrechen an
dem Vertrauen des Gamers oder des Let's Players in diesem Fall, der sich hier hinsetzt, irgendwie ein Spiel gut kommentieren will und dann mit so einer Bombe an Aggression überrannt wird. Ey, das... Oh. Das muss alles in einem Rutsch gehen. Das kann ich voll knicken, da irgendwie zu warten oder irgendwie sowas. Wenn ich das nicht in einem Rutsch hinkriege, also nicht in einem Rutsch da rein, ey, das wird auch ein lustiges Replay, ne? Wird schön. Wird schön, das sehe ich schon schön kommen. Also wer das beim ersten Mal hinkriegt, ja, Respekt. Wirklich Respekt. Aber das hat, glaube ich, wirklich niemand beim ersten Mal geschafft. Wenn, dann soll er sich melden und mir das als Videoantwort posten. Beim ersten, ja okay, kann er ja nicht. Kann er ja nicht. Er kann ja nicht wissen, ob er das beim ersten Mal schafft. Hm. Also doch keine Videoantworten, tut mir leid, geht nicht. Alter. Alter! Und natürlich stirbt man, wenn man einmal weitergekommen ist, weil das wäre ja auch sinnlos, dann noch zu leben. Und dann renne ich noch ins... Ey, auch dieses hässlichen Smiley-Face, das können die mal aufhören, so rumzugrinsen. Ich meine, die töten hier andauernd irgendwelche Fleischbrocken und... Ja, wir grinsen süß durch die Gegend, denn wir sind ja putzig und putzige Viecher müssen grinsen. Könnte eigentlich auch wirklich irgendwie so ein Fast-Food-Restaurant-Werbespiel sein, ja? Keine Ahnung, für Kinder. Bloß auf ultra schwer. Und da kommen wir nicht rüber, da müssen wir Anlauf nehmen. Das ist ja so assig. Obwohl, vielleicht für ein Restaurant wären die Würmer jetzt nicht gerade förderlich. So, so. Ey, wie man einfach wirklich hier dauerhaft auf der Schultertaste bleiben muss, um überhaupt eine Chance zu haben, ja? So. 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 Bam! A plus! Sehr geil! Boah, jetzt bin ich aber erleichtert. Und natürlich kommt gleich wieder die nächste Kacke, die... Wie soll denn das funktionieren? Geronimo! Dass das nicht funktioniert, war mir irgendwie klar, aber naja. Probieren geht über Studieren. Und hallo, du süßer kleiner Fettglops. Habt ihr schon vermisst? Och nee. Da muss ich ja immer noch ein Muster an. Und natürlich ist da wieder irgend so... Ach ey. Na, ist ja schon nicht mehr feierlich, wie viele von denen da sind. Und ich komme so da eindeutig nicht rüber. Aber ohne Meatball ist das... Okay, ich probiere es nochmal mit unserer lieben Kollegin hier. Vielleicht hat die ja irgendeine Chance. Ich wage es extrem zu bezweifeln an dem Punkt. Weil die, glaube ich, einfach zu langsam ist, um diesen Dingern hier schneller... Obwohl... Scheiße, ist die zu langsam. Hey, die ist ja richtig gut in dem Fall sogar. Jetzt muss man eben hier nur möglichst organisiert hochspringen. Sich dann auch möglichst nicht von diesen Assis da hinten erwischen lassen und reinspringen. Wunderschön, das hat auch wirklich prima geklappt an der Stelle. Geil. Aber man freut sich wirklich, dass es auch so ein Vorteil in... Ja, natürlich, Raketen. Wisst ihr, eins hat noch gefehlt, Raketen, ja? Jetzt fehlen noch irgendwelche nuklearen Atomwaffen, die die ganze Welt zerstören, inklusive meinem Charakter. Und dann passt das soweit. Ach nee, wir müssen das auch noch sprengen lassen. Das ist super geil. Aber ja, voll Spaß drauf, ey. Spaß dran, wohl ja nicht Spaß drauf. Komm, schieß. Du sollst da drauf schießen. Dankeschön. Ja. Dinge, die Ketten, Kreissägen schleudern, das war schon immer Technik, die gefehlt hat in der heutigen Zeit. Aber ich mag Jill mit, der lässt sich ehrlich ziemlich gut spielen, wie ich finde. Du sollst da drauf schießen, versteh das mal. Dankeschön. So, schieß nochmal bitte. Wow, wow. Ach du heilige Mutter Maria. Und damit hätten wir es mal wieder geschafft. Irgendwie sage ich immer, ach du heilige Mutter Maria, ach du heilige Mutter Josef oder was weiß ich was. Ich weiß nicht warum. Aber, nö, ist so. Wie soll denn das jetzt bitte gerade aktuell ablaufen? Hallo? Hallo? Finde ich eigentlich ganz schön uncool. Könnten die Viecher eigentlich nicht sterben von Sonne oder was weiß ich was?
Okay, Moment, da brauchen wir ja den Commander Video, weil der ist der Einzige, der irgendwie richtig um diese Kreissägen rumkommt. Wenn ich mich recht erinnere. Und auch der Einzige, der sich so unglaublich doof anstellt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Moment, ich... Das ist... Versteht ihr? Kann ich vielleicht auch einfach so machen und dann hier irgendwie landen und cool sein? Ne, cool sein ist in Super Meat Boy nicht drin. Das geht nicht. Komm schon, Midi. Du kriegst das doch hin, da irgendwie mal richtig zu landen und da nicht gleich. Wirklich, aber inzwischen geht mir das Gesicht, ja, von dieser Bandage Girl, die der anderen so dumm durch die Gegend schreit. So ein bisschen auf den Sack. Aber nur geringfügig. Moment mal. Wir können das ja eigentlich extrem schlau machen. Und zwar indem wir hier rüberspringen und... Warte mal, das ist echt gut. Die Idee ist Hammer. Aber da sind ja noch die Raketen, ey. Die Raketen. Die jetzt seit neuestem auch noch eingeführt werden, weil die aktuellen... Das müsst ihr ja verstehen, ja? Die aktuellen Gegner und 3 Milliarden 3000 Waffen, die wir haben, die sind, das ist einfach nicht genug. Das reicht nicht. Das sagt man ja auch immer so schön, ja? The world's not enough oder irgendwie sowas. The world is not enough. Ja, ich wollte jetzt gerade eben hier das tolle Apostroph-Zeug mit einbinden. Ich kann doch einfach immer rüberspringen oder was weiß ich was, aber das funktioniert alles nicht. Moment, Jill könnte da eigentlich echt gut sein, ne? Grundsätzlich schon, weil sie kann sich ja hier so ein bisschen mehr in der Luft halten. Ja, ja, Baby, ja, ja, oh ja, oh ja, oh ja, nicht abschießen. Oh ja, mit A+, perfekt. Perfekt, kann ich da nur sagen. Perfecto, bravissimo, bravo. Und ab wieder in das Ding hier. Ich mag sowas nicht. Das ist voll doof hier. Ja, komm, mach deinen Schuss. Und natürlich darf auch das wieder nicht fehlen. Und da ist irgendein Schalter, den ich ziemlich sicher betätigen muss. Oh, ho, 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 ho. Ja, mal Schluss mit lustig hier. Das ist ja total übertrieben. Moment, ich probiere das mal mit Meat Boy. Er ist einfach schneller. Weil er schneller ist. Ist er ein Fischgesicht? Ja, keine Ahnung, was ich da gerade eben singe. Irgendwas wird sein. Irgendwas, was niemand kennt. Schieß da drauf. Tötet mich nicht. Alter. Was? Ey. Das Spiel ist doch so abgefuckt, mal ganz ehrlich. So. Hallöchen, meine kleinen Kanonen. Und alles Paletti. Oh, ich bin ja so ein Killer. Jetzt muss ich irgendwie noch das Muster hier möglichst studieren. Wow. Das war eindeutig zu spät. Oh, war's nicht? Ja, Heidewitzka, das ist ja super toll. Nein! Du verdammtes, dummes Scheiß... Knubbeldings! Ich weiß, es war eine Kreissäge, aber das hat mich jetzt gerade an der Stelle wirklich aufgeregt. Ich meine, es ist ja so gut gelaufen. Und dann kommt das Teil daher und, ja. Haut mir virtuell auf die Eier. Oder in die Eier wohl eher, nicht auf die Eier. Das, keine Ahnung, was das wäre. Wäre auf alle Fälle auch nicht cool. Ey, das ist ja sowas von dermaßen asozial. So. Jetzt komm, mach dein... ja. Wisst ihr, ich habe ja eigentlich... ich wusste ja wirklich, dass Super Meat Boy schwer ist. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie komplett unvorbereitet an das Let's Play herangegangen bin. Aber es ist schon ganz schön assig. So, und jetzt muss ich wieder warten, bis das Ding hier einmal geschossen hat. Rick the Ding Ding Dong. Und diesmal warte ich da ein bisschen länger, dass ich das einfach auch wirklich hinbekomme. Und dann werden wir das oben hoffentlich schaffen, weil ansonsten... Wow, das wird knapp. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Wir haben es geschafft.
Und mit diesen lauter tollen Sprüchen, Mutter Maria Josef und Gott sei Dank und was weiß ich was. Und jetzt sind da auch noch Skelette am Boden und werfen diesen hässlichen Knubbeldingern. Verabschiede ich mich von der Folge. Moment, das Level kann ich eigentlich sogar noch schaffen. Verabschiede ich mich von dieser Folge hier. Das Level erwartet euch im nächsten Part, beziehungsweise in der nächsten Folge von Super Meat Boy. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich habe auf alle Fälle super viel Spaß dran gehabt. Wie immer, ciao. Ab in den Tod.